Ratet mal, wo. Ich weiß jedes Mal, wenn ich ein Video mache, ich so rate mal, wo ich bin. Es geht die Sonne gerade unter. Ich bin in Kandy in Sri Lanka. Ich laufe gerade spazieren. Hier ist der ganze Boden voller Kristalle. Heute geht es um das Thema. Der Plan ist es, dass es keinen Plan gibt. Und weil es keinen Plan gibt, kommt es so, wie es sein soll und sein muss. Und zwar genau nach Plan. Geil, oder? Das kam mir gerade beim Spazierengehen, habe ich mir gedacht, doch, das werde ich jetzt ein Video machen. Jetzt schaut mal hier. Da sind Häuser da oben und da ist der Golfplatz. Das ist einfach nur mega genial hier. Ich laufe jetzt mal weiter mit euch und werde weiter meinen Senf von mir geben. Senf mit Soße. Ich kenne so viele Menschen, die ständig alles planen und ganz nach Struktur Dinge tun. Das Geheimnis ist aber, wenn du einfach mal, ich hab eine Klientin, vielleicht wenn du das anschaust da draußen, dann liebe Grüße. Und zwar sagt sie, ja, sie hat eine Schwester und beide wollen eine Sitzung machen. Und dann habe ich aber zu beiden hingefühlt. Und ja, ich habe die Gabe, dass ich medial bin. Hochmedial, wie ich arbeite. Es gibt keine Technik. Ich arbeite mit der Liebe und mit der Intention. Und weil ich etwas will, passiert es. Ich habe einfach die Gabe des Sehens. Ich kann Dinge sehen, Muster erkennen und weiß, was los ist und weiß, was verändert werden muss. Ich halte dann den Raum, sodass die Menschen dann, wenn sie ihre Hausaufgaben machen, voller Vertrauen, weil sie sich fallen lassen und weil sie nicht wissen, was der Plan ist, dann dem Plan folgen, ihrem eigenen Seelenplan. Und das ist einfach eine Gabe. Ich habe auch gar keine Lust, immer zu erklären, was ich mache oder wie und immer. Und ich sage immer, geh in dein Herz, spür, ob es passt. Wenn es passt, dann melde dich. Wenn es nicht passt, dann lass es sein. Weißt du? Ah, schaut mal. Ist das mega oder was? So. Und jetzt schaut mal her. Der ganze Boden hier ist voller Kristalle. Seht ihr das? Deswegen sage ich immer, Sri Lanka ist einfach ein riesengroßes Portal, weil es das alte Lemurien ist. Schaut mal das bitte an. Hier, seht ihr das? Ich habe das nicht geplant, hierher zu kommen und ich folge meinem Plan und bin hierher gekommen. Ich habe mich einfach führen lassen. Ein ganz lieber Freund von mir hat hier ein Haus, den ich seit 18 Jahren kenne. Und jetzt bin ich hier und es ist genau das, was ich brauche. So, und die gute Dame meldet sich und sagt, ja, ihre Schwester und sie wollen ganz gern eine Sitzung bei mir, ob das zusammengeht. Dann habe ich hingefühlt, weil ich mache ja auch für Ehepaare Sitzungen oder für Kinder und Geschäftsleute, je nachdem, was eben gerade ansteht. Und dann habe ich hingefühlt, habe aber gemerkt, ja, das ist ein Ahnenthema, aber beide Personen sind grundsätzlich verschieden. Das würde überhaupt gar keinen Sinn machen, eine gemeinsame Sitzung zu machen, wie bei den Aufstellungen. Und dann habe ich das denen erklärt und habe gesagt, nee, bitte macht es unterschiedlich, also jeder einzeln. Und das haben sie dann auch gemacht. Es waren total unterschiedliche Themen, auch wenn sich das nach außen in einem gleichen Muster gezeigt hat, was im Familiensystem läuft. Und wir sind ja alle unterschiedliche Menschen. Und dann ging es darum, dass ich zu ihr gesagt habe, hör zu, Thema Abhängigkeiten, geh einfach bitte schwimmen, lass erstmal alles, weil dadurch, dass du dieses Muster laufen hast, es sind ja noch unterschiedliche Muster, aber ich gehe jetzt nicht so ins Detail, zeigt sich im Außen ganz viel. Und dann sagt sie, ja, soll dann ihr Freund eine Aufstellung machen, dies und jenes, sage ich, nein. Und dann fragt sie wieder. Und dann sage ich, hör zu, das ist deine Entscheidung. Du tust, was du für richtig hältst. Und dann habe ich ihr ein Video geschickt von Familienaufstellungen, dass es eben nicht gut ist für alle Menschen, das zu machen, weil wir Sternensaaten, wenn wir hochmedial sind, ist es einfach nicht gut, bestimmte Energien mit anderen Menschen zu vermischen. Weil Sternensaaten die Tendenz haben, dass sie dann die Energien aufnehmen und dann nicht verarbeiten, weil die Energie viel hochschwingender ist von der Sternensaat als das Familiensystem selber. Und dann gehen die nach Hause und sind im Arsch, anstatt dass sich wirklich was rauslöst.
Und dann ging es darum, dass ich gesagt habe, Mädel, geh einfach schwimmen. Und es kam immer wieder, immer wieder. Fühle deinen Körper, lass es fließen, lass es fließen, lass es fließen. Spüre deinen Körper, spüre das Wasser. Und einfach dadurch, dass sie sich auf nichts fokussiert, einfach nur das fühlt, was wichtig ist. Und das ist ihr Körper und die Energie. Dadurch löst sich ganz viel auf. Und dann bekommt sie einen großen Raum in sich, wo sie Platz hat in ihrem Leben und wo sie nicht andere Energien in ihrem Körper hat, dass sie endlich die Informationen erhält, die sie braucht und dass die Informationen bei ihr ankommen, die für sie wichtig sind, dass sie dann die Dinge erkennt, die wichtig für sie sind. Einfach nur, weil sie alles loslässt und den Fokus auf fließen lassen und auf fühlen geht und dadurch das Muster durchbricht. Ist das genial oder was? Und das haben wir gemacht. Ich bin die Agathe, Servus, Heilerin, Seherin, multidimensionales Wesen, Sternensaat. Und nein, ich nehme keine Drogen, nein, ich trinke keinen Kaffee, nein, ich esse kein Fleisch, ich esse keinen Fisch. Ich liebe Kuchen, ab und zu esse ich dann Kuchen mit Ei oder wenn mein Körper Käse braucht, dann mache ich das. Ich mache die Dinge, weil es sich richtig anfühlt, nicht weil ich muss oder weil es mir irgendjemand sagt. Ich lebe mein eigenes Leben, ich bin mein eigener Guru und ich helfe Menschen, ihr eigener Guru zu sein und nicht irgendwelchen anderen Gurus zu folgen. Und das heißt, deinem Herzen treu zu sein, deiner Seele zu folgen, denn deine Seele ist dein eigener Guru und das bist du. Das ist, was ich mache. Deswegen ganz liebe Grüße aus Sri Lanka. Ist das nicht einfach? Ich bin so glücklich, dass ich hier sein darf. Oh, die spielen da gerade Golf. Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht in irgendeiner Einschneideflugbahn bin. Gucken wir mal. Ich weiß gar nicht mehr. Wie und was, aber es müsste schon passen. Schauen wir mal. Okay. Also liebe Grüße aus Sri Lanka, aus dem wunderschönen Paradies, muss ich jetzt echt mal sagen. Ich erlebe Sri Lanka nochmal von einer ganz anderen Seite und ich bin einfach nur unglaublich dankbar. Also Leute, wenn ihr Bock habt, kommt her. Ich fange auch an, Retreats zu machen, wenn ihr Retreats wollt. Dann meldet euch, ich bin in unterschiedlichen Teilen der Erde. Ich habe ganz unglaublich viele Kontakte, um an Orte zu kommen, wo andere nicht hinkommen. Das ist ein Geschenk, das ist ein Segen. Und das ohne irgendwelche Hanky-Panky-Sachen. Also, gell? Immer mit der Natur in der Verbundenheit. Ganz liebe Grüße.